Im Reich der Pflanzen starten wir sofort durch. Wir haben schon spät Nachmittag, ich habe so viel zu tun heute. Trotz alledem möchte ich euch gerne ein paar Updates geben. Und zwar hier zunächst die Monstera Adansonii Mint von der lieben Hanni von Fairplant Leipzig, aus Leipzig. Einfach mal nachgoogeln. Ja, die hat ganz tolle Pflanzen. So, okay. Die Pflanze macht sich gut. Hier in Perlit ist gerade dabei, ein neues Blatt auszubilden, zu entwickeln. Und das entwickelt sich prächtig. Jetzt habe ich die Kamera so festgestellt, dass ich das gar nicht hinbekomme. Dann machen wir das anders. Machen wir das einfach mal so, in der Hoffnung, dass er jetzt gleich scharf gestellt bleibt. Jawohl. Wunderbar. Also, ein tolles Mintblatt. Das sieht richtig klasse aus. Und das Ganze hier im Perlit. Wir sehen, hier entwickeln sich tatsächlich auch ja, Algen oder eher gesagt die Vorstufe von Moosen. Das Perlit sieht so ein bisschen, wie soll man sagen, siehst du, da ist so ein bisschen Farbe drauf, so leicht bräunlich. Das ist ein Anzeichen dafür, dass es anfängt trocken zu werden. Pass mal auf, aber die ist so schön. Ich zeige dir mal, wie das jetzt aussieht, denn jetzt können wir auch schon mal Wurzeln sehen, die sich sehr gut entwickeln, muss ich sagen. Also richtig klasse. Der Topf ist allerdings leer. Leichte Feuchtigkeit noch drin. Deswegen sind die Saugwurzeln auch noch okay. Aber hier ist jetzt höchste Eisenbahn, etwas nachzufüllen. In dem Zuge weiß ich gerade nicht genau, wie die Werte aussahen. Ist aber nicht so schlimm. Ich nehme jetzt die Variante Hälfte-Hälfte. Also 500 Milliliter Leitungswasser, 500 Milliliter Osmosewasser bei uns und dementsprechend 1 Milliliter von dem HPE-Dünger, dem Hausplant Elixir vom Moody's Erde. Und ja, der Dünger, also die Produktion des Düngers ist von Hesi. Das mal so nebenbei erwähnt. Okay. Also, Werte checken, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, voraussichtlich nicht. Ich werde es trotzdem gleich mal machen. Ich gucke mal eben, ob wir jetzt ausreichend reingegossen haben. Ja, jetzt stehen ungefähr 2 cm da unten drin. Das ist okay soweit. Und dann kommen wir jetzt zu unserem, ja, ich sag's mal, Mega-Experiment. Und zwar der Monstera Albo Variegata hier im schwarzen Marmor, was ja eigentlich keinen Sinn macht, denn wir wissen, ne, Marmor gibt sehr viel ab, also was den pH-Wert noch umballert. Hier haben wir ja eingegriffen, wir hatten das Ganze geflutet tatsächlich und zwar mit reinem Wasser in dem Zuge aufgedüngt. Jetzt weiß ich gerade nicht genau, ich denke mal, dass wir auf einen Liter auch einen Milliliter genommen haben von dem HPE-Dünger. Ich messe gleich nach, wie das aussieht. Wir können schon mal den pH-Wert angucken. Der ist tatsächlich gerade so im neutralen Bereich. Das ist schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Die Pflanze entwickelt sich prächtig, trotz der heftigen Aktion, die wir damit gemacht haben. Also sie kam ja aus der Wasserkultur. Und dann einfach, ja, ich sag's mal so, wie es ist, in Steine geschmissen. Und ja, die gibt es immer noch, die Tüte. Und wir gucken uns das nochmal kurz an, wie das aussieht. Das ist halt der schwarze Marmor. Ja, das weiße Wasser ist, das ist halt so Feinbestandteil davon. Da habe ich ein bisschen, ja, nicht ordentlich gearbeitet, könnte man sagen. Ne? Ja, die Steine sind so rausgekommen aus der Tüte, also ohne Spülen oder sonst sowas. Wir haben das dann separat gespült und das Ganze, wie gesagt, mit reinem Wasser letztes Mal aufgedüngt, dann versorgt, beziehungsweise gespült tatsächlich. Nein, geflutet und heute holen wir sie halt raus. Wie lange ist das jetzt her? 3 Tage ungefähr? Ich weiß gerade nicht so genau, aber so ungefähr ist es. Wie du siehst, pH-Wert steigt noch ein kleines bisschen. Ja, tolle Sache, aber ich muss sagen, der Blatt, interessanterweise, interessiert das überhaupt nicht, was wir hier mit der Pflanze machen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. So, okay, nichtsdestotrotz werde ich jetzt tatsächlich mal den Mikrosiemenswert ermitteln, denn auch der ist sicherlich sehr wichtig, denn Marmor gibt auch etwas ab, was den Mikrosiemenswert erhöht. Ne? Mal gucken, ob wir das in den Griff bekommen. Das wäre natürlich mega cool. Gleich geht's weiter mit unserer Bergpalme, denn wir werden sie heute tatsächlich gemeinsam umtopfen. Die gelben Knubbelchen sind abgefallen hier von dem Blütentrieb, aber er entwickelt neue Blütentriebe tatsächlich. Vielleicht kannst du hier erkennen, hier kommt so eine helle Spitze rausgewachsen. Ich drehe das mal ein bisschen. So könnte man es vielleicht auch erkennen. Auch hier kommt schon ein neuer Trieb herausgewachsen und auch das ist voraussichtlich tatsächlich ein Blütentrieb. Nun ja, es gibt Weiblein und Männlein, wie wir wissen. Von daher wird das nicht wirklich funktionieren mit der Samenentwicklung, aber immerhin schön anzusehen, dass die Bergpalme hier in der Bonsai-Schale sich so kräftig, prächtig mit dem HPE-Dünger
entwickelt. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. So, wie gehen wir jetzt weiter vor mit der Monstera? Mikro 7,2 hat man schon mitgenommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, glaube nicht, ne? Liegt bei 360, also das ist okay. Wir sehen also, die Steine haben dieses Mal nicht so viel abgegeben in dem Sinne. Haben wir jetzt auch im pH-Wert gesehen schon mal. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Machen wir das Ganze noch einmal? Ich meine, pH-Wert ist eigentlich jetzt, würde ich fast sagen, im optimalen Bereich, wenn er jetzt leicht sinken würde, aber das wissen wir noch gar nicht. Ja, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich würde sagen, ich überlege mal gerade. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Auch das macht so viel Spaß, vor allem mit der Palme. Das ist so grandios. So, also Mikro 7,2 hat man mitgenommen. Das sieht okay aus. Ne? pH-Wert sieht eigentlich auch okay aus. Ich würde sagen, wir versorgen die Pflanzen mit dem Wasser, was wir jetzt hier drin haben. Hier ist natürlich zu viel, also der Pott ist fast voll. Ne? Wir wollen jetzt nicht ewig im Wasser stehen haben, obwohl sie ja aus der Wasserkultur kommt. Ich gieße das mal eben in den Becher und Becher rein hier. In meinen Messbecher und lass mal unten ein bisschen was drin stehen, so 2 cm, würde ich sagen. Warte mal, das machen wir anders. Das ist zu viel. Jetzt muss ich doch weggießen, weil, pass mal auf, sag ich dir gleich. Weil, wenn denn, dann machen wir es auch so, wie es eben möglich ist, geht. Ne? All diese Würfel von Lechuza, genial. Einfach nur genial. Also, Schätzchen kommt wieder rein. Wurzeln kommen unten noch nicht raus. Das wäre jetzt auch ein Wunder, wenn das so schnell gehen würde. Doch, da kommt eine Wurzel. Lol, du kannst jetzt nicht sehen, aber so ein Zentimeter kommt da unten raus. Machen wir jetzt aber nicht die Arbeit, machen eine Aufnahme. Das sehen wir dann die Tage dementsprechend. So, und jetzt gießen wir nämlich von dem Wasser, was wir rausgeholt haben, wieder etwas rein und das Ganze über das Substrat tatsächlich auch. Es ist schon interessant, dass der schwarze Marmor uns jetzt... Ich sag's mal so, guck, der Wasserstandsanzeiger klemmt, ne? Ist so. Hatte ich es nicht erwähnt gehabt? Ich glaube ja, ne? Zeige ich dir mal kurz, wie das aussieht. So, das können wir, muss ich gleich sauber machen, bevor ich den nächsten Check mache für uns hier. Jetzt gucken wir nämlich erstmal, wie das aussieht. Oh mein Gott, ich sag dir, mit der Monstera Mint. Ganz tolle Wurzeln hat die, ne? Ganz tolle Wurzeln. Aber das ist schon schön, wenn man sieht, dass eine Pflanze richtig gut geht. Also, kannst du mal wieder mal erwähnen? Weil es ist so, wie es ist, der HPE-Dünger, den ich bei Moody's Erde kaufe. Und wenn du den dort kaufst bei Moody's Erde, bekomme ich eine kleine Provision übrigens, ne, nicht vergessen, um unseren Kanal und auch uns als Familie zu unterstützen. So, dann sind wir gespannt, wie das jetzt gleich aussieht, denn auch der Wert wäre wichtig mitzunehmen, obwohl es jetzt nur ein Anhaltspunkt ist, weil es eben frisch ist. Ne? So, Mikro-Siemens-Wert ist 380, das ist okay. Wir nehmen die Werte immer wieder mit, weil, wer weiß, vielleicht ne, kann das alles mal richtig relevant, interessant, wichtig werden. So, das pendelt sich gerade noch ein. Was wollte ich jetzt gemacht haben? Jetzt habe ich es glatt. Wasserstandsanzeiger wollte ich mal eben zeigen, damit du das auch sehen kannst, dass es tatsächlich so gegeben ist. Ne? Das ist nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Ich meine, das Problem kennen wir schon, wer schon länger dabei ist. In dem Sinn, einmal Display drehen, damit ich auch was sehe hier, was ich überhaupt mache. Fahren wir einfach mal runter in den Keller. Jetzt kannst du wahrscheinlich so schon sehen. Ne? Ich muss trotzdem mal eben das Stativ feststellen, beziehungsweise die Beine vom Stativ. Ja, so sieht das dann aus. Ne? Und du denkst jetzt wahrscheinlich, oh, der Topf ist ja mehr als ausreichend gewässert. Ne? Und so, machst du jetzt mal irgendwas hier? Dann macht er nicht, dann mache ich mal ab. Siehst du wohl, ne? Ja, jetzt ist er nämlich ganz unten, weil wir nur eine kleine Pfütze drin stehen haben. Und deswegen habe ich diese Dinger in der Regel eigentlich ab. Die liegen meist so auf den Töpfen rum, weil so kann man besser kontrollieren. Ne? Gerade wenn du jetzt irgendwo Töpfe hängen hast und guckst vom Weiten, kommst du da nicht so richtig dran. Ja, da ist dann einfacher mal eben dran zu klopfen oder da dann rumzufummeln, als wenn der durchsichtige Deckel da drauf ist. Ist so, ne? Machst du nichts. Das sind so Erfahrungswerte, die man mitnimmt. Irgendwo ist immer irgendwas, ne? Ist halt so. Und das ist auch wichtig zu wissen. Ja, der pH-Wert pendelt sich noch ein, sehe ich gerade. Das heißt, ich warte noch einen Moment. Wir sind hier bei gerade bei knapp über 7. Mal gucken, ob er noch ein bisschen runter geht oder nicht. Und in dem Zuge würde ich sagen, fange ich jetzt mal an und bereite uns diese Geschichte hier vor, denn dazu muss ich noch einiges, ja, wie gesagt, vorbereiten. Okay. Kurze Umdisponierung. Ich muss kurz wieder weg. Kurz mal wieder, ne? Ja, das Blatt entwickelt sich prächtig, muss ich sagen. Also ist schon klasse. So, okay. Also, ich habe jetzt ein bisschen was abgefüllt hier zum Checken, damit ich, ja, wie gesagt, eben wegfahren kann. Also sieht okay aus. Wir sind knapp bei 7. Ne? Das belasse ich jetzt auch tatsächlich so und werde das dann dementsprechend,
Ja, wie soll ich sagen? Checken die Tage nochmal, obwohl eigentlich nicht wirklich notwendig, denn es funzt ja richtig klasse hier mit der Monstera Mint. Von daher belassen wir es jetzt so. pH-Wert ist okay, ne? Da wollen wir nicht meckern. Kann ja auch noch ein bisschen runtergehen, wenn er möchte, bis auf 6 maximal. Und dann gucken wir, dass wir gegensteuern, dass wir dann Richtung 7 uns tendieren. Leicht drunter, ganz leicht drüber, so wie es jetzt auch ist, ist auch okay, da passiert nichts. Ne? Sollte aber nicht zu hoch gehen über 7, weil dann kriegen die Pflanzen auch Schwierigkeiten. Aber zu weit runter sollte auch nicht gehen. Also 6 würde ich sagen, ne? So könnte man echt so anstreben als Minimumwert, um dann wieder etwas zu erhöhen, das Ganze. So, erhöhen ganz einfach mit Leitungswasser dementsprechend, ne? Und, oder Calciumcarbonat. Wissen wir eigentlich schon, aber ist okay. Also, wir sind knapp bei 7, kannst du sagen, ne? Gibt ja auch eine Toleranz bei diesen Geräten, von daher ist das okay. Und ich würde sagen, ich mache dann jetzt gleich weiter, wenn ich wieder da bin, mit der Bergpalme. Ich bin wieder da und es geht weiter. 580 Mikrosiemens pH 5,1. Ja, von welcher Pflanze sind denn diese Werte? Jawohl, von unserer Pflanze, die wir in den bunten Kies gepflanzt haben, die Monstera Deliciosa Mint, die gerade ein neues Blättchen ausbildet. In Ausreifung halt, also bildet es nicht mehr aus, sondern das fängt jetzt an auszureifen. Also ganz klarer Fall beim bunten Kies, ja, können wir ganz normal gießen und düngen wie in der Wasserkultur im Prinzip, ne? Also ja, etwas mehr Leitungswasser definitiv, denn auch hier ist der pH-Wert 6,5 Richtung 7 oder 6 Richtung 7 am besten. Also Klartext werden wir auch hier mal kurz eingreifen, bevor wir dann jetzt zu der Dattel, nicht, sondern zu der Bergpalme kommen. So, das heißt im Klartext, das Wasser kann hier erstmal raus, denn wie gesagt, wo gieße ich das hin? Wo habe ich, ach so, lol, I'm so sorry. So, einmal da rein, denn der pH-Wert ist jetzt definitiv zu niedrig. Also wir sehen, im bunten Kies kann man Pflanzen auch pflanzen, ne? Der pH-Wert geht dann mit der Zeit runter. Dementsprechend kann man das Ganze ganz normal gießen und düngen. Hier werde ich jetzt auch die, ja, 500-500 Variante mit einem Milliliter auf 1 Liter von dem HPE-Dünger. So, dann ist die Gießkanne auch alle und das Schätzchen ist wieder gut versorgt. Ja, bei der Palme, bei der Bergpalme muss ich jetzt natürlich erstmal Gedanken machen. Kriegen wir das so hin? Das Bild passt ja gar nicht. Wir haben eine Bonsai-Schale, schon mal Draht unten durchgezogen, damit das Gitternetz hier nicht wegrutscht, ne? Da ist ein großes Loch hier drin. Ich habe aber keinen passenden Untersetzer. Ich weiß nicht, ob da damals keiner bei war oder ich den verschlürt habe. Ich weiß es nicht mehr. So, ich habe jetzt hier einfach mal so ein Bonsai-Tablet von diesen Kunststoff-Trainingsschalen genommen. Geht auch zur Not, erst mal. Ich muss mal gucken. So, also, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Substrat. Ich halte mal eben das Schätzchen daneben. Obwohl, ja, nee, nein, nein, wir setzen ihn direkt rein, denn wir haben hier, mal gucken, ein bisschen Würstelchen kommt unten raus, aber nicht viel. Was wollte ich sagen? Wir haben hier, ja, von der Höhe her jetzt nicht wirklich mehr. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den rausgedrückt kriege. Jetzt irgendwas, war immer mal die Schere. Ja, nee, die ist ein bisschen. Ah, hier, Moment, wir haben diesen Docht von Lechuza, ne? Coole Sache. So, dann gucke ich mal eben, wo das ist und dann drücke ich einfach mal beherzt hier. Ups, genau. Einmal rein. Und dann ziehen wir das Schätzchen erstmal raus. Vorsichtig. Tada! Ja, es sind nur Wurzeln. Der ganze Topf. Nur Wurzeln. Coole Sache, ne? Ja, siehst du, habe ich nämlich gedacht. Also hier brauchen wir nämlich nichts unten reinfüllen. Wäre es sogar lieber gewesen, wenn er ein bisschen tiefer käme. Aber das kommt er jetzt leider nicht. Nun ja, ist so wie es ist. Von daher ist es dann eben so. Okay. Also siehst, ne? Eine kleine Bonsai-Schale heißt noch lange nicht, dass man dann, wenn man eine größere Bonsai-Schale nimmt, auch gleich mehr, ja, mehr Höhe hat in dem Sinne, ne? Aber ist okay. Komm, das ist okay. So, wir nehmen hier das Vulca Flor, das wir schon kennen. Das ist allerdings gebrauchtes Vulcaflor. Wie die Werte aussehen in dem gebrauchten Substrat, weiß ich nicht. Habe ich auf Play gedrückt, ja. Oh, ich dachte, vielleicht muss ich schon wieder weg. Das ist manchmal. Aber okay, ich habe jetzt zwei Filme gestern gemacht über Bonsai. Ne, von daher, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt einen gesehen haben schon oder beide. Voraussichtlich einen. Dann sehen wir den zweiten Bonsai-Film dann dementsprechend später.
entweder morgen oder übermorgen, je nachdem. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen abwechslungsreich filmen bzw. Content bieten. So, du siehst also, mit dem trockenen Substrat geht es am besten. Ne? Klar muss man dann etwas zügig arbeiten, damit einem hier nichts vertrocknet. Das heißt im Klartext, ich nehme ihn jetzt runter, da das jetzt gebrauchtes Substrat ist, ne, machen wir was. Wir gucken, dass er mir nicht runterfällt, dass das hier passt, das ist okay. Wir spülen das Ganze durch. Ne? So, jetzt habe ich natürlich hier alles. Ach, daneben. So, okay, das hätten wir. Das heißt, wir wissen nicht, was die Sache ist, ne? Habe ich gesagt, ne? Mal, wir werden einfach mal reines Wasser nehmen, weil ich weiß eben nicht, was Sache ist. Das muss ich dann morgen übermorgen mal checken. Wir nehmen reines Wasser, 1 Liter mit 1 Milliliter von dem HPE-Dünger. Wir kommen hier auf den Mikrosiemens-Wert bei dem reinem Wasser mit 1 Milliliter HPE-Dünger Hausplant Elixir von Moody's Erde. Ne, Produzent, Fabrikat in dem Sinne ist Hesi. So, okay, da gucken wir mal. Wir kommen hier gerade auf mal auf 130 Mikrosiemens, also können wir hier auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und von daher spülen wir das jetzt damit einmal durch, kräftig. Mir wäre es sogar lieber, wenn ich ihn fluten würde. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade bisschen im Stress und ich habe jetzt keinen Bock, ein passendes Gefäß zu suchen, wo ich den reinstellen kann und fluten kann. Ne, ist so. Von daher spüle ich das jetzt einfach kräftig mal durch und dann werden wir das die Tage mal checken, beziehungsweise werden ihn dann doch wohl noch fluten, gegebenenfalls. Aber jetzt erstmal versorgt, ist okay. Ne? Nicht das, ist so. Machst du nichts, ist jetzt nicht profimäßig in dem Sinne. Aber die Pflanze ist versorgt. So, der Topf passt wunderbar. Schade, dass da kein passender Untersetz dabei ist. Ne? Das ist echt schade. Jetzt auch okay. Ist in dem Sinne erstmal nicht tragisch. So, dann kann ich die wieder sauber machen und dann suchen wir uns was Neues, was wir dann hier wieder reinpflanzen. Denn diese Bonsai-Schale, die ist richtig krass cool. Hochwertig, kostet Geld, ganz klarer Fall. Ich gehe davon aus, dass die Schale mit Sicherheit wenigstens so viel kostet wie die. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das ist hochwertige Keramik, ist das hier, ne? Ist also kein Ton in dem Sinne gebrannt, sondern Keramik. Und das ist also wirklich höchste Qualität. Richtig klasse. Ja, für so Kleinigkeiten, ne, kann man auch mal ein bisschen Geld ausgeben. So, das heißt im Klartext, das haben wir fertig. Auch wenn wir jetzt nichts messen können. Okay, dann gucke ich mal, was wir noch machen, denn es gibt noch einiges zu tun. Wir kommen zu etwas, was wir lange Zeit nicht gesehen haben. Chilis, kennst du sie noch? Wir haben sie ja damals zur Aussaat gebracht. Die anderen drei Varianten haben wir jetzt im Laufe der Zeit immer wieder mal gesehen. Diese nicht hier. Gestartet haben wir das am 16.10. war die Aussaat. Und am 21.10. war damals die Keimung. Das ging also ratzfatz hier im Basalt, wohlgemerkt, ne? Basaltgranulat. Hat wunderbar funktioniert. Sie wachsen auch tatsächlich richtig klasse. Ich muss aber gestehen, sie sind mir schon dreimal schlapp geworden, hin runter. Ja, kann passieren. Jetzt ist es nämlich auch wieder so weit, ich zeig's mal, dass ich wieder gießen muss. Das Substrat ist oben auf jeden Fall noch feucht, aber hier unten steht kein Wasser mehr drin. Also wir haben hier ein Wasserreservoir tatsächlich auch. Ne? Und ja, zumindest eine Wurzel schafft es da schon mal was rauszuholen, ins Substrat zu transportieren. Also es funktioniert tatsächlich, ne? Richtig klasse. Obwohl nur ein Wurzelchen dafür sorgt. Ne? Tolle Sache. So, das heißt, ich gieße jetzt hier auch hier mit der schwachen Variante wieder, wie wir das schon kennen. Ich bin mal so ehrlich, also ich würde die jetzt nicht mehr rausnehmen und umpflanzen. Weil das ist aber, die sind schon zu groß. Ne? Wenn wir die jetzt rausnehmen, da bleiben kaum Wurzeln dran. Und dann, gut, man könnte es machen, dann müsste man die Pflanzen aber zurückschneiden. Ist dann auch nicht so schön, aber zurückschneiden können wir es auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt nämlich. Ja, lachst du dich kaputt, das machen wir. Wir schneiden sie einfach mal zapp zurück. Guck mal, tada. Ne? Den Rest lassen wir dran, das kann wieder austreiben. In dem Zuge könnte man jetzt rein theoretisch die auch rausholen, dann wenn man sie alle zurückschneidet. Ne? Weil du kriegst hier nicht die eine einzelne rausgezuppelt. Wenn du musst alle auf einmal rausholen, dann auseinanderzuppeln. Das wird also nicht funktionieren. In dem Sinne, jetzt eine einzelne Pflanze da rauszuholen. So, wir schneiden mal die unteren Blätter auf jeden Fall schon mal ab. Denn das ist jetzt too much. Und was ich vorhabe, wirst du wahrscheinlich schon wissen jetzt. Ne? Ja, genau. Deswegen steht nämlich auch hier unser Wurzelkomplex. Denn das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob der das schafft, das Ganze jetzt im Extremfall, sage ich mal, uns zu pushen, dass sich also schnellstmöglichst Wurzeln entwickeln.
Ja, darauf kommt es mir an. So, ich nehme mal so viel wie möglich hier von der Blattmasse zurück. Zum einen, um die Verdunstung so ein bisschen zu verringern. Und mir geht es eigentlich eher, ehrlich gesagt, darum, dass das nicht alles in Wasser steht. Ne? Also die Blätter in dem Sinne. Deswegen nehme ich die, soweit es geht, erstmal zurück. So auf die Länge ungefähr. So, den lasse ich jetzt im Moment liegen hier. Kann ruhig ein bisschen antrocknen. Jetzt brauchen wir aber noch einen zweiten. Denn wenn denn, dann machen wir das auch so, dass wir... Welchen nehme ich denn jetzt? Den, der ist am kräftigsten gewachsen. Den nehmen wir den. Mal gucken, dass wir ungefähr die gleiche Länge hinbekommen. Ungefähr. Pi mal Daumen. Zack. So. Ja, und hier nehmen wir die unteren Blätter ab. Ja, wie gesagt, einer kommt dann jetzt gleich ins reine Wasser und einer eben mit dem Wurzelkomplex. Dass wir da vielleicht mal schneller ein Ergebnis sehen, inwieweit das ja, funktioniert, mit oder ohne. Dementsprechend. Ne? So, das dürfte jetzt ungefähr reichen. Ich gucke mal eben. Hier hängt sogar eine Blüte dran, aber ich denke mal, dass die wird das wohl nicht packen. Hier haben wir sogar eine Frucht dran, ne? Da ist eine kleine Frucht schon dran tatsächlich, eine kleine Chili. Ja gut, der ist jetzt ein bisschen größer als der, ne? Aber weißt du was, so ganz genau kriegt man das nur nicht hin, weil die wachsen nur auch wie sie wollen. Ne? Wachsen nicht immer alle gleich, das ist halt so. Aber sehen beide knackig und gesund aus. Wie gesagt, ich lasse einen kleinen Moment hier liegen, nicht zu lange bei den Krautigen, ne? Aber doch einen Moment, dass die Schnittfläche antrocknet. In der Zeit kann ich den Kram hier schon mal wegpacken. Die anderen lasse ich erst noch, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, dass ich die dann auch in dem Zuge zurückschneide. Aber wie gesagt, nicht jetzt. Es läuft nicht weg, wie wir wissen, ne? Können wir noch andere Sachen mitmachen. Aber wir nehmen schon mal die Becherchen jetzt hier und dann befüllen wir die schon mal. Wo habe ich jetzt den Becher hingestellt? Ach hier, so, da steht er doch schon, siehst du wohl. Hier haben wir jetzt einen halben Liter reines Wasser, also Osmosewasser bei uns. Ne? Kannst auch destilliert, sprich entmineralisiertes oder in Anführungsstrichen, Ausrufezeichen, sauberes Regenwasser nehmen. Also einen halben Liter und da tun wir jetzt zwei. Warum rühre ich den denn um, wenn ich noch gar nichts drin habe? Lol, ist schon wieder so weit, ich muss ja mal auf die Uhr gucken. Hier packen wir mal 2,5 Milliliter rein von dem Wurzelkomplex. Wie gesagt, das ist jetzt ein Test, ne? Also musst du noch lange nicht machen. Wir müssen noch andere Tests machen, steht fest. Aber das fiel mir jetzt gerade im Zusammenhang mit den Pflanzen ein, dass das doch ganz lustig wäre, wenn wir das jetzt einfach mal angehen würden. Ne? Eben mit den Chilis tatsächlich. So, sind mir gerade Samen runtergefallen, Tomaten. Tja, wird jetzt auch langsam Zeit, ne? Dass wir die auch zur Aussaat bringen. Aber ich sag's mal, bis Mitte Mai ist noch lange hin, ne? Von daher haben wir da erstmal keinen Stress. Also, in ein Pöttchen kommt jetzt schon mal den Kram rein, den ich gerade sagte, vielleicht ein bisschen viel. Haben wir auch noch mal ein kleines Stück zurück hier. Die Gefäße sind sauber, heiß ausgewaschen. Ne? So, das muss ich an die Seite stellen, besser am Fußboden, damit ich es gleich umkicken kann, wie ich das so immer mache. Ne? Und hier kommt jetzt, wie gesagt, reines Wasser rein, also Osmosewasser bei uns. Und dann lassen wir, jetzt ist natürlich so, die sind gut versorgt, die Pflanzen, also die Stecklinge, ne, sind kräftig. Also eigentlich sollte das ratzfatz gehen in dem Zusammenhang. Ist so, wenn du jetzt eine Pflanze hast, also einen Steckling, der wirklich gut versorgt ist, ne, dann geht das schneller alles, als wenn du erstmal einen Schwächling hast in dem Sinne an Pflanze, ne, die tut sich dann schwerer, weil die Pflanze kann jetzt natürlich, ich sag mal so, wie es ist, für die Wurzeln ordentlich was schicken nach unten. Ne? Da hat die richtig Power, richtig Kraft und dann sollte das ratzfatz funktionieren. So, jetzt also machen wir es auch so, würde ich sagen, um das für den Wurzelkomplex ein bisschen schwerer zu machen, werden wir jetzt den großen hier reinsetzen, ne? Und den kleineren setzen wir mal hier ins reine Wasser und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie das funktioniert. Ne? Coole Sache, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Test in dem Sinne. So, wie sieht der, kann man noch sehen, ja, pH-Wert ist 6,56, also knapp 6,6, das ist noch okay. Hier füllen wir ja jetzt mittlerweile die, ja ich sag mal, stärkere Variante, 600 Milliliter Leitungswasser, 400 Milliliter Osmosewasser und 1 Milliliter auf 1 Liter gerechnet von dem ganz genau Hausplant-Elixier. Der Dünger ist grandios. Kann ich definitiv behaupten. Das ist eine ganz coole Sache. So ist es ausgegangen. Mikro Siemens-Wert hat sich nicht verändert. Zumindest wenn denn nicht großartig. Das ist knapp bei 400, knapp 440 Mikro Siemens. Alles okay. Ja, wir sehen also auch hier zeigt uns der Mikro Siemens-Wert etwas. Also der Messwert in dem Sinne. Ne? Das ist schon auch bei dem Dünger hier relevant. Inwieweit, wie hoch, das
testen wir alles aus, ne? Dafür sind wir ja da. Also, das funzt mit 600 zu 400 schon mal ein bisschen besser. Wie gesagt, ich fülle nur nach, wir haben es erst einmal nachgefüllt, also jetzt muss ich noch nicht nachfüllen. Das nächste Mal, wie gesagt, die gleiche Variante und dann gucken wir, wie der pH-Wert sich dabei verändert. Nach wie vor, ganz wichtig, pH-Wert bei Pflanzen, ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? In der Regel kannst du echt sagen, wenn du ein pH 6 hast, plus, minus, bist du in der Regel auf der sicheren Seite bei den, du kannst sagen, bei 99% der Pflanzen. Ne? Je nachdem, wie viel du wovon hast, aber ich sag's mal so, im Durchschnitt der Pflanzen, die es gibt, in dem Sinne, fährst du da eine gute Schiene. Es gibt ein paar Spezies, wie wir wissen, aber darum kümmern wir uns ja auch. Und dann würde ich sagen, guck ich mal, was wir dann jetzt machen. Aber da bin ich echt mal gespannt, das muss ich jetzt aber aufschreiben. Nein, nicht jetzt, nachher. Weil ich habe den Dymo habe ich jetzt oben wieder, dann muss ich erst wieder hochrennen und dann rennt mir wieder die Zeit weg und das ist dann nicht der Burner. Und von daher gucke ich mal, was wir jetzt noch checken oder kontrollieren oder uns ansehen. Ah, das ist schon, ne? Sag doch mal, schreib doch mal, ne? Ist das nicht eine Herrlichkeit? Und wir haben es geschafft, sie hat dann jetzt nach langer, langer Zeit, und das ist schon krass, ne? Wie lange wir die jetzt da gepflegt haben drin in der kleinen Schale, ne? Das ist schon Hammer. Und ich bin echt mal gespannt, wie die jetzt abgeht. Die sollte ja nur dann nochmal einen richtigen Schwung zulegen. Ne? Ja, okay. Und für alle, die es nicht wissen, die Dattelpalme, die steht da hinten. Auch wenn du das nicht so wirklich erkennen kannst, ne? Die steht da hinten und steht da und steht und steht. Nun ja, und wächst vor sich hin. Für alle, die es noch nicht wissen, was ist Calciumcarbonat? Das ist Calciumcarbonat, ja. Und das ist Lebensmittelqualität. Das heißt also, ich bin schon am Überlegen, wenn ich meine Fingernägel so angucke, ob ich das nicht auch mal zu mir nehme. Aber ich weiß gerade nicht so, in welcher Menge man das zu sich nehmen kann. Da müsste ich mich mal informieren. Wäre vielleicht interessant, ne? Aber auch da sollte man sicherlich nicht übertreiben. Also wenn du Ahnung hast, kannst du uns das gerne mitteilen. Wenn du keine Ahnung hast, dann lass die Finger davon oder informier dich einfach mal. Aber es ist schon wichtig, dass man eben, wie gesagt, auch Lebensmittelqualität hat. Und das haben wir also für den aquaristischen Bereich, aber auch unter Umständen hier tatsächlich für die Pflanzen, ne? Um den pH-Wert etwas zu erhöhen. Aber da muss man jonglieren mit. Ne? Da kann man nicht einfach irgendwie viel, und da kann ich dir auch nicht sagen, wie viel du da nehmen musst. Da musst du einfach dich ausprobieren. Das ist so. Da kann man keine richtige Angabe machen, weil auch die Pflanzen unterschiedlich viel verbrauchen. Das ist jetzt für die, die weiches Wasser haben. Ne? Oder pH-Wert so bei 7 im neutralen Bereich. Weil bei uns, wir haben ja, wenn das abgestanden ist, Wasser pH 8,5. Also ich brauche es eigentlich nicht. Aber für Experimente sicherlich mal interessant. Ja, okay, aber im aquaristischen Bereich verwende ich das also doch sehr oft, muss ich sagen. Und von daher das mal kurz mitgenommen. Calciumcarbonat. Ja, wenn man zu weiches Wasser hat, kann man damit auf jeden Fall gut was, ja, ich sag's mal, in Lösung bringen. Oder, nein, die Lösung. Also, okay, weiß Bescheid. Wir haben zweierlei. Ich habe sie uns beide schon mal geholt. Sie sehen beide sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, exotische Pflanzen im Haus, ne? Bergpalme und Banane. Und die Banane wächst wunderbar. Letztes Mal stand sie ja trocken, weißt du noch? Ne? Coole Sache. Und sie hat es tatsächlich überlebt. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Das sieht sehr gut aus nach wie vor. Wird jetzt auch schon lange Zeit mit dem HPE-Dünger. Ja, ich weiß, ich mache viel Werbung im Moment dafür, aber es ist nun mal so, wir sind umgestiegen, wie du weißt, ne? Dass wir das nicht vergessen. Für alle, die jetzt heute vielleicht zum ersten Mal gucken, wieso, weshalb, warum bei uns alles so gut wächst. Ne? Wir sind halt umgestiegen auf den HPE, dem Hausplant Elixier-Dünger. Ja, von Moody's Erde. Und was soll ich sagen? Es läuft. Jetzt habe ich leider nur noch eine kleine Pfütze hier unten drin stehen. Also mit Nachmessen wird da wohl nicht viel sein. Coole Sache, ne? Bin gerade überlegen, ob wir das mal verändern. Ich habe schon eine Idee. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es realisieren soll. Ich will mal gucken. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Nicht wirklich nicht. Ich gucke trotzdem mal, dass ich so einen Anhaltspunkt kriege, ob wir hier ganz hoch oder ganz tief sind, wenigstens. Ne? Das wäre schon interessant auf jeden Fall mitzunehmen. Also er geht runter, wir sind nicht über 7, das ist schon mal gut. Ne? Denn auch die Banane liegt so bei pH 6 am besten. Ne? Tolle Sache, auf jeden Fall. Ja, okay. Sollen wir das uns jetzt noch antun? Ich glaube ja. Warte mal auf, in dem Zuge, es ist schon klasse, ne? Es ist fantastisch. Ich stelle jetzt mal hier hin und dann nehmen wir uns mal. Wie kriege ich den denn jetzt? Mal gucken, ob ich da mit dem Finger dazwischen komme. Ja, ich glaube, ich schaffe es. Ja. Oh, ich schaffe es, jawohl. Oh, so, siehst du wohl, ne? Ist das nicht herrlich anzusehen? Sag doch mal, ne?
So, wir sind schon bei pH 6, das ist ausgegangen. Ich halte noch mal kurz in der Hand. In dem Zuge werden wir hier auch checken. Also ist schon grandios, ne? Wie die hier wächst, die hat sich auch verzweigt ohne Ende. Nur rausziehen, ja, rein theoretisch könnten wir es, sollen wir es mal riskieren. Also, wir sind jetzt bei pH 5,6. Ja, ich würde es schon ganz gerne wissen, ob ich gegebenenfalls doch ein bisschen mehr Leitungswasser dazu gebe. 5,6. Wie kann ich den jetzt hinstellen? Ach so, warte mal, hier. Hier steht ja alles möglich. Da kann ich ihn einfach mal schräg hinstellen. Genau, siehst du wohl, geschafft. Also, dann, du brauchst keine Bange haben. Also, die vertrocknet jetzt nicht. Deswegen bloß, weil die hier jetzt mal kurz rumsteht. Ne? Das ist feucht genug. Und da unten kommt auch ein Baby raus. Aber das wird wohl nicht wirklich was werden, weil der Topf natürlich recht hoch ist. Ne? Und bis die da oben ankommt, das funktioniert nicht. So, aber ist nicht so schlimm. Dann gucken wir uns mal den Bereich an, bevor der Akku gleich ausgeht. Ich versuche den mal zu drehen, ohne die andere Banane umzuschmeißen, wenn mir das gelingt. Von der Seite haben wir nämlich, ich sag's mal so, weniger Algen, weil hier weniger Licht reinkommt. Und dann können wir das natürlich wesentlich besser betrachten. Also es sieht nach wie vor richtig klasse aus. Ne? Auch hier tatsächlich mit dem HPE-Dünger. Hier auch die schwache Variante. Das hatten wir komplett, glaube ich. Hatten wir das mal komplett sauber gemacht? Ich weiß gar nicht. Ne, oder doch nicht. Ach mein Gott, ist auch schon so lange her. Manche Sachen so gut bei der Vielfältigkeit, die wir machen, das ist sowieso ein bisschen schwierig, sich auf alles zurückzuerinnern. Ist fast gar nicht möglich. Ne? Ja, okay. Also, ich gucke nochmal. Ja, wir sind bei pH 5,4. Ich würde sagen, das ist okay. Also ich werde hier tatsächlich kontinuierlich die schwache Variante nachgießen und düngen. Bei dem Schätzchen hier, ne? Also das klappt wunderbar. Ich gehe jetzt noch einmal rum kurz. Ich hoffe, dass der Ton dann einigermaßen... Moment, Topf mitnehmen. Jetzt hätte ich fast wieder was umgekickt hier, du. Ich sage es dir. So, okay, das hätten wir. Das ist okay. Wie gesagt, ist nur eine kleine Pfütze unten drin. Und von daher belassen wir das so, wie das ist. Und füllen jetzt nach wie vor die schwache Variante rein. Mal gucken, ob ich den Knopf finde hier. So, war das jetzt der richtige? Ja, nein. So, dann noch, jetzt halte ich mal die Hand drauf, so, einmal unten in die Pfütze halten. So, wir haben hier, wow, 60 Mikrosiemens haben wir hier drin. Cool Sache, ne? Also könnten wir rein theoretisch mehr düngen. Machen wir aber nicht, weil, tada, ja, es wäre nur Quatsch. Das wäre nur echt Quatsch, wenn wir hier noch mehr düngen würden, ne? Die Pflanze sieht genial aus, richtig klasse. Wo haben wir die schwache Variante? Die habe ich jetzt hier. Da gieße ich jetzt einfach mal so schön rein, dass so 3-4 cm hier unten drin stehen, mehr nicht. Ne? Lieber öfter nachgießen, wie wir wissen, das kennen wir schon. Also mit der Banane, das funzt richtig klasse. Genial, ne? Wenig Nährstoffe, oder ich sag mal so wenig von dem HPE, ne? Und das klappt wunderbar. Oh, sollen wir sie jetzt rausziehen? Ich muss eben gucken, wie spät das ist. Du, jetzt blinkt der Akku, 18.10 Uhr. Nein, ich muss gleich los. Also werde ich voraussichtlich entweder nachher weitermachen oder morgen früh, weil ich habe ja... Ach, wollen wir mal gucken. Labapalaba palim palim. Eine kleine Zeitreise. Wir befinden uns jetzt ca. 24 Stunden später. Und wir checken jetzt mal kurz den pH-Wert und Mikrosiemens-Wert von der Banane hier in der Wasserkultur. pH 5, Mikrosiemens knapp 150. Auch hier mit der schwachen Variante gegossen und gedüngt. Ja, pH 5 ist gerade noch so okay, sag ich mal. Aber noch tiefer sollte er nicht gehen. Wir füllen hier auch kontinuierlich nach mit der schwachen Variante. Und die Pflanze verbraucht ja auch sehr viel Wasser. Also so alle 3 Tage kann ich hier so 3 cm ungefähr nachfüllen. Allerdings werde ich jetzt, da ich weiß, dass der pH-Wert jetzt auch trotz alledem relativ niedrig ist, die Variante auch hier verändern bei der schwachen. Das heißt also in dem Falle 600 Milliliter. Zu 1400 Milliliter und dementsprechend 1,5 Milliliter von dem Hausplant Elixir, von dem HPE. Aber was soll ich sagen, die Bananen sehen gut aus, richtig klasse, richtig cool. Und wenn das so weitergeht, braucht sie bald wieder ein neues Gefäß. Und ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir sie umgebettet haben. Ne? Sie stand ja vorher in so einem Würstchenglas, in so einem ganz kleinen, schmalen. Ne? Ja, und mittlerweile ist das Glas fast wieder komplett durchwurzelt. Okay, dann beenden wir das in dem Sinne jetzt mit der Banane. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nur nachfüllen mit der Variante, die ich vorhin jetzt sagte. Ne? Um das jetzt nicht auf die Spitze zu treiben, gucken wir mal eben hier die Spitze an. Das ist unser Philodendron White Princess.
Auf jeden Fall eine Weißpanaschierte in dem Sinne. Die hat ja unendlich Schwierigkeiten. Das ist jetzt der Kopfsteckling hier. Das neue Blatt sieht schon mal okay aus, aber auch immer noch sind hier bräunliche Flecken drin. Ist also noch nicht optimal tatsächlich, aber immerhin ist das Blättchen schon mal alleine rausgewachsen. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg in dem Sinne. Und ich würde sagen, wir gucken, holen sie gleich raus. Ich messe die Werte. Und dann überlegen wir, wie wir weiter vorgehen. Die bleibt auch in der Wasserkultur, weil ich hier einfach schneller eingreifen kann als in der Erde oder im mineralischen Substrat. Und von daher bleibt der Kopfsteckling auf jeden Fall da drin. Da hinten sehen wir nochmal kurz das Gläschen mit unseren, mit der Bambino, genau. Die Alocasia Bambino, die machen sich prächtig hier. Da brauchen wir momentan noch nichts verändern. Gedüngt habe ich auch noch nicht. Wir warten noch ein bisschen, ich sag's mal, auf mehr Wurzelwachstum. Die Pflanze soll erstmal richtig rauskommen oder die Pflanzen. Also drei sind auf jeden Fall schon mal raus. Eine ist ja im Hintergrund, die sehen wir wahrscheinlich jetzt nicht. Ich drehe das Ganze mal, da können wir nochmal ablesen. Da sehen wir sie, wann wir das Ganze gestartet haben. Das Ganze war also am 21.02. Also das ging hier mit der Bambino richtig schnell, muss ich sagen. Und man kann es erkennen, wo die Wurzeln jetzt wachsen. Ne? Die wachsen direkt am Trieb hier, der herausgewachsen ist und nicht an der Knolle selber. Das nochmal kurz so mitgenommen. Okay, und dann würde ich sagen, wir lassen uns überraschen, wie das jetzt hier aussieht und wie wir dann dementsprechend weiter eingreifen. Ich hoffe nicht, dass wir sie unter hoher Luftfeuchtigkeit setzen müssen, weil das wäre ein bisschen Banane. Ich habe keinen Bock, so eine Pflanze irgendwo so in eine Glasvitrine zu stellen oder so. Das ist nicht so mein Ding. Wir müssen gucken, dass wir so mit der Pflanze oder die Pflanze mit uns in dem Sinne klarkommt. Wir kommen jetzt zu dem Philodendron. Einen checken wir auf jeden Fall gleich noch, und zwar die Orchidee. Also insgesamt, ich sag's mal so, steht die Pflanze, wächst, nur es ist nicht im optimalen Bereich. So, ich habe schon mal gemessen jetzt, wir haben pH knapp bei 6, Mikrosiemens knapp bei 100. pH 6 ist okay, Mikrosiemens, ja okay, ich würde sagen fast ein bisschen zu wenig, sagt der kleine König, ne? Gibt mir nicht zu wenig, aber okay, Wurzeln wachsen wunderbar, das ist soweit okay. Es wird aber auch Zeit, dass wir mal ein neues Gefäß langsam nehmen. Dattel, kannst du noch, ne, der ist noch voll, komm, dann kriegst du das jetzt hier. Das heißt im Klartext, werden sie so erstmal belassen. Ne? Mal gucken, dass ich den wieder reingefummelt kriege hier. Ja, das Schöne ist in der Wasserkultur, wie gesagt, da kann man schnell checken, messen, ne, reagieren. Ich reagiere jetzt in dem Sinne, ja, dass er neu befüllt wird, erstmal mit der schwachen Variante, weil der Test läuft ja noch nicht so lange und jetzt sofort alles zu verändern, na, würde ich jetzt nicht so gerne machen, denn ich muss beobachten, ne, bis Neues und noch Neues kommt. Blatt zwischendurch mal wieder checken, so wie wir es jetzt gemacht haben. Also hier für uns im Kanal ist das wichtig, um zu verfolgen, was dann so sich entwickelt in dem Sinne. Aber insgesamt bin ich schon mal, ich sag mal, zufrieden. Müssen wir weiter abwarten. Wir gucken uns aber gleich die Mutti auf jeden Fall noch an, von dem Kopfsteckling hier. So, dann kurz die Chilis gezeigt. Also die stehen straff da. Sind nicht gewelkt oder dergleichen, von daher mehr können wir jetzt nicht sehen, definitiv nicht, ne? Aber da kommen wir dann später zu, wenn es denn dann so weit ist, wenn es eine Veränderung gibt in dem Sinne. Ja, okay, dann hole ich uns mal eben die Mutti noch, dass wir das kurz noch checken. Da haben wir die Mutti. Sieht auch schon ein bisschen besser aus, muss ich sagen, aber auch noch nicht im optimalen Bereich. Auch hier die Werte sehr interessant, muss ich sagen. Ich will mal gucken, ob wir da hinten hinkommen, dass wir wenigstens ungefähr sehen können, wie das aussieht. Ja, wir haben pH-Wert knapp über 4, 4,3, geht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter. Mikrosiemens kannst du jetzt nicht sehen, da liegt so bei 380. Ja, bei 380. Auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich das ist. Ne? Also bei beiden Varianten. Einmal hier halt im Wasser, Wasserkultur in dem Sinne. Und einmal dementsprechend im mineralischen Substrat. Das müsste das Vulgaflor sein oder Mix oder what auch ever. Auf jeden Fall im mineralischen Substrat, hier eine Selbstbewässerung. Ja, wir gucken uns das Schätzchen mal im oberen Bereich etwas näher an, ja, wo die Neuentwicklung halt gegeben ist. Wir haben hier, nachdem wir den Kopf abgenommen haben, tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Pflänzchen, die sich entwickeln. So, gucken wir uns den Neuaustrieb an. Also was jetzt nachgewachsen ist in dem Sinne, ist einmal das Blatt. Das sieht schon mal richtig schick aus. Hier
kommt auch schon das nächste hinterher. Das steckt hier schon im Startloch in dem Sinne. Dann bei dem Trieb, das Blatt hier sieht auch schon mal ganz gut aus. Auch hier ist wieder ein Blatt am Start. Dann drehe ich das Ganze mal ein bisschen. Hier ist ein Blatt, was jetzt frisch rausgewachsen ist. Sieht so lala aus, hat noch so ein bisschen Braunanteil hier tatsächlich. Aber ansonsten auch schon mal, ich sag mal so wie es ist, ganz okay. Mal gucken, ob wir da unten was erkennen können. Nee, nicht wirklich. Das kannst du jetzt sowieso nicht sehen. Ich gucke einmal kurz in die Runde, ob wir da irgendwas sehen können, was wichtig, relevant wäre. Warte mal, das sieht ja auch lustig aus hier. Bei dem hier, ich drehe das mal ein kleines bisschen. Guck mal. Ja, ist schon interessant, wie die manchmal so herausschlüpfen wollen und oder manchmal auch einfach nicht können. Das ist mal mega interessant. Ich guck gerade mal, wie steckt der denn da drin? Na, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, so ist das manchmal, machst du nichts, ne? Aber dem muss er zurechtkommen. Wie gesagt, es wird wohl besser laufen, wenn sie unter hoher Luftfeuchtigkeit stehen. Ne? Das heißt, es wird sowieso bald gegeben sein, ne? Dass wenn die Heizungen aus sind, dann steigt hier im Raum auch die Luftfeuchtigkeit. Tatsächlich bis zu 70%. Und dann könnte es von, ich sag's mal, von Haus aus schon mal besser laufen in dem Sinne. Ne? Ja, okay, also Klartext, hier werde ich auch komplett das Wasser raus und komplett dementsprechend nachfüllen. Ja, mit der schwachen Variante nach wie vor. Halt jetzt mit dem anderen Verschnitt, wie ich es vorhin gesagt hatte. Ne? Ja, okay, auf jeden Fall eine interessante Sache, muss ich sagen. Wer weiß, wann wir da ans Ziel kommen. Aber okay, wir geben nicht auf. Ne? Wir tasten uns da langsam ran. Und wie gesagt, zu viel verändern können wir nicht, weil das kann dann im Umkehrschluss noch negativer werden in dem Sinne. Ne? Deswegen die Parameter anpassen ein bisschen, ne? Nicht zu viel. Und das ist, dauert nun mal, weil die wachsen jetzt nicht so schnell. Ich meine, die machen schon ein Blatt nach dem anderen, ne? Aber bis dann die Blätter ausgereift sind und so, das dauert doch alles schon. Von daher ist hier ein bisschen Geduld angesagt bei diesem Experiment in dem Sinne. Okay, ich drehe sie mal kurz, dass wir sie einmal rundherum sehen können, wie die Phalaenopsis, also die Orchidee jetzt aussieht. Wurzelwachstum ist im oberen Bereich auf jeden Fall gut, sehr gut sogar. Was ganz interessant ist bei den Orchideen, das erzähle ich dir mal kurz. Ja, logischerweise, ich erzähle sowieso mal irgendwas, ne? Die Wurzeln können weiter wachsen. Ich sag's mal so, auch wenn jetzt hier ein Teilbereich rundherum ab ist zum Beispiel. Ne? Die haben in der Mitte so einen Strang und der Strang, der versorgt den Teil dann weiter, wenn das hier ab ist rundherum. Das ist eine ganz interessante Sache. Deswegen kann man jetzt auch tatsächlich sehen, denn hier gibt es so einen kleinen Schaden bei der Wurzel hier. Dass hier ein bisschen bräunlich ist, ne? Das kommt ganz einfach durch Salzablagerungen. Denn es wird ja Wasser nach oben transportiert und wenn das jetzt feucht genug ist zum Beispiel, dann werden die Salze auch hier hoch transportiert. Hier oben trocknet das Ganze dann mal ab, ne, und die Salze bleiben zurück und dann geht, ich sag's mal so, der äußere Bereich kaputt. Ne. Trotz alledem wird aber die Wurzel weiter versorgt, weil eben dieser Strang in der Mitte dafür zuständig ist, ja, die Wurzel weiter wachsen zu lassen tatsächlich. Ne? Das ist eine ganz interessante Geschichte bei den Orchideen. Wieso die das so eingerichtet haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Vielleicht ist es in der Natur so, dass die, die Luftwurzeln vielleicht angefressen werden, ne? Beispielsweise von irgendwelchen Tieren, die fressen das weg, weil denen das schmeckt, aber der Strang innen, der ist hart, den können sie nicht fressen. Und dann ist die Orchidee trotzdem in der Lage, die Wurzel weiterzuschicken. Ne? Das könnte rein theoretisch so sein. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade dazu einfällt. So, okay, dann ziehen wir den mal raus. Wie gesagt, wir haben das Ganze ja geflutet, um die Werte ein bisschen runterzubringen, den pH-Wert. Und ich weiß gar nicht, war der Mikrosiemens-Wert auch höher gewesen? Ich habe es schon wieder vergessen, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir das gemeinsam gemacht in einem der letzten Filme. Und wir sehen also, ja, sogar die Wurzeln sehen richtig klasse aus. Ich tauche ihn wieder ab. Jetzt hast du auch gesehen, wann wir das Ganze gestartet haben. Ne? Tolle Sache hier in der Holzkohle. Aber wieder ist nicht zum Nachmachen, weil da musst du echt Fingerspitzengefühl haben, um das hinzubekommen. Das ist definitiv so. Ne? Also das
wenn du noch nicht so das Wissen hast, dann ist das überhaupt nichts, ne? Aber wenn du schon Wissen hast, dann ist das eine ganz interessante Sache. Wie gesagt, die steht komplett in Holzkohle, in Buchenholzkohle wohlgemerkt, ne? Also normale Grill, Holzkohle, Buchenholzkohle. Tolles Experiment, ne? Gut, man muss dann, naja, bla bla bla. Aber auf, jetzt gucken wir irgendwie die Werte an. Ich hoffe, dass das noch an ist da hinten. Dass wir es vielleicht mitnehmen können, mal eben schnell. Mal eben gucken, wie sich das jetzt verändert hat. Ja, pH-Wert ist okay jetzt bei 6. Mikrosiemens-Wert, genau, der ist leider aus. Moment. Wir liegen hier knapp bei 200, 210. Das ist jetzt auch okay. Wie gesagt, das Ganze wurde geflutet mit reinem Wasser. Hatten wir das aufgedüngt tatsächlich mit 1 Milliliter, ne? Mit dem HPE-Dünger, genau. Ja, und so sieht der Wert jetzt eben aus. Also das ist okay, das können wir jetzt so belassen. Und von daher gieße ich das Wasser jetzt gleich raus. Ja, die Orchideen, mein Lieber. Also wir holen das Wasser jetzt raus hier. Weil wir sollten sie nicht zu lange fluten. Wie lange ist jetzt drin? 2 Tage, 3 Tage ungefähr. Ich weiß gerade nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben es ja gemeinsam gemacht. So, dann. Okay. Den Draht habe ich hier dran, damit ich den Topf einfach rausziehen kann. Hier, ne? Deswegen. So, kleinen Schluck gießen wir jetzt wieder zurück. Und dann ist jetzt eine Zeit lang versorgt. Das heißt im Klartext, wir sind durch. Ich wollte nochmal einmal die Palme hier, die Bergpalme, nochmal durchspülen. Ich habe das allerdings jetzt im Untersetzer, fange ich das auf. Jetzt hier mit der schwachen Variante tatsächlich. Um mal zu gucken, ja, was da so abgegeben wird, wurde. Aber das messen wir jetzt nicht mehr nach. Denn jetzt, wie gesagt, reicht es erstmal für heute, meine lieben Leute. Also ist eine tolle Sache, wie sich das alles so entwickelt. Wie gesagt, wir könnten hier auch jetzt übers Blatt düngen, ne? Machen wir aber nicht. Warum nicht? Weil wir jetzt über die Wurzel düngen, in einer schwachen Variante auf jeden Fall. Und beobachten das erstmal. Ich kann jetzt nicht noch zusätzlich übers Blatt düngen, weil dann weiß ich gar nicht, welcher Faktor ist jetzt wirklich ausschlaggebend dafür, dass eine Veränderung stattfindet. Wir wollen gucken, dass wir sie wieder zum Blühen bringen und dieses Mal versuchen wir es tatsächlich über den Wurzelbereich. So, das heißt im Klartext, als nächstes kommt ein Film. Ich habe einen schon fertig, einen Bonsai-Film habe ich fertig. Den muss ich noch bearbeiten und oder aber Aquaristik, das weiß ich noch nicht. Weil ich möchte es schon ein bisschen streuen, den Content, dass jeder so ein bisschen was hat. Ne? Nicht der eine kann jeden Tag gucken und der andere nur einmal die Woche. Von daher streue ich das Ganze ein bisschen, aber auch variabel. Da gibt es jetzt keinen Rhythmus oder so, aber nicht so schlimm. Einfach zwischendurch mal vorbeigucken. Ach, siehst du, genau. Auf dem Kanal, da siehst du, auf meinem Kanal gehen, einfach mal auf Videos klicken und dann siehst du die neuesten Videos und dann guckst du einfach ein bisschen, das kannst du runterscrollen, da siehst du so, was dich interessieren könnte und das kannst du gucken dann. So, Thema exotische Pflanzen, gehen wir auf jeden Fall auch nochmal etwas tiefer in die Thematik. Mit dem Kakaosamen, das scheint nicht zu funktionieren, aber so ist das. Ne? Das habe ich dann tatsächlich so aussieht in den Sand gesetzt. Naja, ist manchmal so. Kann nicht immer alles klappen. Es ist ja damals auch bei der Papaya so gewesen. Ne? Wir hatten immer eigentlich gute Keimraten und so. Und jetzt habe ich schon lange Zeit keine Papaya mehr zum Keimen gebracht. Weil die Papaya, die es damals gab, die gibt es nicht mehr. Damals gab es so große Früchte und heute haben wir bei uns in den Geschäften zumindest immer nur so kleine. Ja, die sind vielleicht, ich sag mal, vielleicht doppelt so groß wie eine Apfelsine. Und da keimen die Sachen einfach nicht. Ich habe es 3-mal insgesamt ausprobiert, funktioniert nicht. Also bei mir zumindest nicht, ne? Wobei wir damals echt keine Probleme mit hatten. Aber was soll ich sagen, jetzt ist das so gegeben. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es nicht, ob die Früchte zu früh geerntet werden oder aber tatsächlich die Sorten so gezüchtet wurden, dass die Samen steril sind, also gar nicht keimfähig sind. Sowas gibt es nämlich auch übrigens, ne, im Pflanzenreich. Ja, die Menschen, die machen schon ganz komische Sachen mit den Pflanzen manchmal. Ja, okay, also dann auch mal gucken, ob ich das mit Kakao nochmal angehe irgendwann, aber dann erst, wenn es wärmer ist tatsächlich. Weil es kann allein durch die Temperatur beim Transport schon, können die Samen Schaden kriegen. Ja, von daher, ja, dumm gelaufen, aber was soll's. Wir machen trotzdem munter fröhlich weiter. Yippie, yay. Okay, ich würde sagen, habe ich jetzt nur oft genug gesagt. Ne? Es macht mega viel Spaß, muss ich sagen. Übrigens, das Fettkraut, das Pinguicula, blüht immer noch. Aber das blüht jetzt schon so Ewigkeiten, kannst du bald sagen. Das hört gar nicht mehr auf zu blühen.
Es kommt eine Blüte nach der anderen. Aber das sehen wir in einem anderen Film dann dementsprechend mal. Ja, wie viele andere Sachen auch. Okay, also, es geht demnächst auf jeden Fall noch um exotische Pflanzen, und zwar um Pflanzen, die ihr lange Zeit nicht gesehen habt. Okay.